willkommen zu Legend of Zelda Ocarina of Time 3D hier vor dem Boss der letzten Welt, also dem letzten Tempel, dem Geistertempel. Und los, die alten Hexen, da sind sie tot. Oh oh, ey, warum hat er das Masterschwert? Da sind sie, mit cooler Musik. Hihihi, sieht so aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Kume. Sieht ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unseren Tempel hineintraut. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Oh nein. Oh, treuer Vasal. Zerstöre diesen Eindringling. Hey. Moment mal. Doch, das ist noch nicht der Boss. Du bist ja leicht, ne? Jetzt mal ein bisschen schneller, oder? Was? Ah, ich hab das Schwert noch nicht gehabt. Das konnte jetzt nicht so gehen. Oh, oh. Turn, turn. Ah, was macht ihr denn? Ich hab gerade nicht hingeschaut. Moment, ich brauch... Nein, weg. Mach das hier mal kaputt. Der zieht viel ab. Komm her. Mach's kaputt. Danke sehr. Mach das hier auch mal kaputt. Alter, viele Herzen. So, jetzt bist du dran! Butz! Verdammt! Butz! 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 Und tot! Oh! Naburu! Jetzt kommt die Szene, die man am Anfang des Spiels sieht. Also die im vorletzten Part gesehen hat eigentlich. Fast. Wo bin ich? Oh nein. Sieht aus, als hätten sich die befreien können, Kune. Sie ist noch jung, genießt aber hohen Respekt unter den Gerusa-Kriegerinnen, Kotake. Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienste für den mächtigen Gandorf versklaven. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Oh nein! Hey! Hey, bleib da! Aha. Jetzt geht's also wirklich los. Los geht's. Wow. Früher dachte ich immer, als ich das Spiel noch nicht kannte und nur Let's Plays gesehen habe, dachte ich immer, das wäre so eine Bücherei. Und hier, guck mal, was steht da? Kann ich nicht lesen. So, also, wo seid ihr? Kommt her, ihr alten Hexen. Oh oh. Seht ihr diesen Dummkopf an? Er kam freiwillig als Opfer für den mächtigen Ganondorf. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Brunhilda, ein Alt. Mein Eistauber wird seine Seele gefrieren. Mingella und Blaubilder. Nein. Höllische Hexenamadat, Winrova. Früher bekannt als Killer Omaz. Hier müssen wir jetzt aufpassen, wer seinen Zauber macht. Moment, wer ist das überhaupt? Kume, Ganondorfs höllische Ersatzmama. Herrin der Flammen. Sie scheint durch Kälte verletzbar zu sein. Wer ist das?
Kotage, Gandalfs eiskalte Ersatzmama. Herrin des Eises. Es scheint euch viel zu verletzbar zu sein. Ah, Eis. Wir müssen jetzt die jeweils andere immer treffen. Schon wieder Eis, okay. Die ist aber auch so dumm, ne? Die läuft genau da rein. Fats! Nur nicht das Schild wegmachen, bevor... Nochmal Eis? Oder Feuer? Feuer diesmal, okay. Kotage, bleibt nur hier! Habt ihr das getroffen? Ich hätte sie eigentlich früher... habt ihr das gesehen, meine ich? Ich hätte sie eigentlich früher getroffen. Kotage? Aha. Fats! Oh oh. Also gut, lass uns jetzt ernst machen! In Ordnung, Kume! Kotage und Kume ist doppelte Dynamik Power! Was? Oh oh. Genau. Wir müssen nämlich jetzt immer die richtige Attacke nutzen. Also zum Beispiel brauchen wir jetzt dreimal Eis, um sie dann zu vernichten. Und dann dreimal Feuer oder so. Und was? Weg! Schnell weg! Und was? Was? Verdammt. Mann, nicht anvisieren! Ich brauche mein Schild. Ich muss dann immer aufpassen und das Schwert dann wegpacken, weil sonst funktioniert es nicht. Immer nur Feuer. Mach doch mal ernst. Mal Eis und mal Feuer. Nö, leicht. So, und jetzt hol das Schwert. Nein. Was zum? Aber ich muss sie anvisieren. Oh Mann. Pack's weg. Nein! Ah, Mann! Jetzt kommt! Dreimal Eis! Pack doch das Schwert weg! Das kann ich nicht mehr packen. Ich muss warten, bis sie wieder Feuer anfängt. Immer Eis. Nicht noch reinlaufen. Jetzt komm hierher. Feuer! Ist halt schwierig mit diesem Bigoron-Schwert. Bigoron-Schwert. Nein! Was? Was? Oh Mann, ich sehe da nichts, weil der dann hier nicht irgendwie rüberspringt. Schwert nicht weg! Jetzt reicht's mir. Ich will jetzt das Masterschwert. Dauert zwar dann länger, aber... Naja, wir haben nur noch 5 Herzen! Ich glaube, ich bin hier falsch. Jetzt machst du Feuer. Ja, natürlich. Oh Mann. Hey, komm, jetzt mach's weg. Noch einmal Feuer. So, jetzt aber Eis. Komm schon, eins. Komm schon, noch eins. Noch eins fehlt. So, und jetzt. Nein! Oh Mann! Mann, ich kann das irgendwie nicht. Ich muss sie zuerst abvisieren, dann wieder anvisieren. Nein, Eis! Oh Mann! Ich muss mich erstmal umgewöhnen. Jetzt haben wir Eis. Oh nein, ich kann schon wieder warten. Ich kann nur noch hier rumlaufen. Komm, Feuer.
Lalalalala. Ah. Eis. Aha. Ich brauch sie eigentlich nicht anzuvisieren. Immer so ein bisschen anvisieren. So, jetzt anvisieren. Achso, ich hab's schon. Gerade noch so. Und was? Verdammt, nein, fall da nicht immer da runter. Schnell. Ich hab's noch. Nein, ich... Kann ich schon wieder warten. Immer nur Eis. Da. Endlich mal. So. Jetzt. Jetzt muss ich kommen. Was? Nicht anvisieren. So, und jetzt nicht nehmen. Dann macht nämlich jetzt wieder diesen Eiszauber. Und jetzt, was machst du? Feuer, oder? Feuer. Ja. Endlich mal wieder Feuer. Warte nochmal, Feuer? Warum wieder Feuer? Nee, das war jetzt falsch. Denk nicht. Nee, okay. So, komm schon! Das! Was? Was? Ach, das gibt's doch nicht. Das Vieh stirbt nicht. Oder ich muss dann ganz schnell auf das Bigoron-Schwert wechseln. Jetzt macht sie nur noch Feuer oder was? Nein, Eis! Warum? Jetzt macht sie dreimal Eis. Ich glaub's nicht. Mein Schild ist gleich weg. Nochmal Eis. Das habe ich schon falsch gemacht. Na komm schon, jetzt aber. Und was? Ja, na endlich. Hier wieder. Verächte Tugend, ist so ein widerliches Blatt. Aber jetzt machen wir ernst. Beste Tage. Was? Ey, Kuh, da schwebt was über dem Kopf. Weiß ich, aber bei dir schwebt auch irgendwas, Katake. Majora's Mask wieder. Wenn er mir irgendwas andrehen wollt. Moment. Da fehlt was. Aha.
glaube, der Part wird gleich einfach so enden, weil die Batterien schon wieder leer sind. Ich glaube, das ist auch gut so, damit ich nicht mehr aufnehmen kann und endlich mal zu dem Gast gehen kann. So, mittlerweile ist auch irgendwie das Geklebte da weg. Wahrscheinlich, weil ich jetzt schon oft genug mit meinem Arm weggewischt habe. Komm schon, schneller. Halle der Weisen. Was macht die Katze denn? Oder war das gerade der Gast? Ich weiß nicht. Nauru. Naburu, Mensch. Los, schneller. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Oh, Mann, ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber jetzt bist du nicht überrascht? Jemand wie ich, letztendlich die Weise der Geister? Aber jetzt kämpfe ich an deiner Seite gegen das Böse. Nun werden wir für die... Nun werden wir zahlen. Kleiner. Nein, Strulli. Der strahlende Wanderer durch die Zeit. Als Dank dafür, dass du den Fluch von Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es.